Hallo Freunde, das ist ein Gruß und eine menschliche Begrüßung der Realitätsgeschichten. Freunde, das ist die Geschichte einer Katze, die in England als Held gilt und auch viele Medaillen gewonnen hat. Es heißt Simone Katze. Erzählen Sie uns von dieser interessanten Geschichte. Es war die Zeit im März 1948, als eine Katze, die erst ein Jahr alt war, auf einer Insel in Hongkong nach Futter suchte und dann in Delhi der Blick eines britischen Verkäufers auf sie fiel. Dieser britische Verkäufer war ein 17-jähriger Junge. Der Name war George. Freunde, George war auf diese Insel gekommen, nachdem er mit seinem Schiff gereist war. Auf dem Schiff dieses Jungen waren viele Ratten und deshalb dachte er, warum sollte er diese Katze nicht mitnehmen, damit er es kann, um vor Ratten gerettet zu werden. George brachte die Katze zu seinem Schiff und nannte sie Simon. Freunde, die Zeit verging und nun reiste diese Katze mit der britischen Armee auf verschiedenen Schiffen. Ihre Aufgabe bestand darin, die Moral der Soldaten zu stärken und Ratten vom Schiff zu vertreiben. Sie galt als Teil der britischen Armee. Nun gut. Es war im April 1949, als ein britisches Segelschiff namens Antis auf dem Yangtze-Kiang, einem Fluss in China, unterwegs war. Die britische Armee, DH britische Soldaten, war auf diesem britischen Schiff unterwegs. Diese Katze war auch in diesem Schiff vorhanden. Zu dieser Zeit reiste Giannani nach China. Er hatte keine Beziehung zu diesem Kana Giannani aus Großbritannien, weshalb er bequem sein Bari-Schiff nahm, aber Chanakya wurde von den kommunistischen Soldaten Chinas angegriffen. Es wurden 50 Granaten auf sie abgefeuert. Freunde, innerhalb kürzester Zeit fing dieses Schiff Feuer. 19 Menschen auf dem Schiff wurden getötet und 27 verletzt. Aber was ist mit dieser Katze passiert? Es wird gesagt, dass diese Katze in der Kapitänskajüte des Schiffes war und sich, sobald der Angriff stattfand, unter der Kapitänsmütze versteckte. Wo auf diesem Schiff viele Soldaten getötet wurden, kam diese Katze heraus, um dem Angriff zu entkommen. Aber ihr Zustand war schlecht, sehr schlimm. Diese Katze wurde bewusstlos. Das war mein Schiff, das schwer beschädigt war. Mit großer Mühe parkten diese Leute das feindliche Schiff in der Ecke des Flusses und suchten dort Schutz. Jetzt hat die Regierung von Bardia begonnen, sich über die kommunistische Form Chinas lustig zu machen und ihnen zu erlauben, von hier aus zu reisen. Wie auch immer, Freunde, dieser Daly wurde von einem Armeeoffizier George Cripps abgeholt und er kam zum medizinischen Campley. Simon, das Herz der Katze, war schwach geworden. Sein Gesicht war leicht verbrannt, aber diese Katze lebte noch. Ihre Behandlung dauerte die nächsten Tage. Freunde, während dieser Zeit wurden die Soldaten, die auf dem Schiff überlebten, auf diesem Schiff festgehalten. Es herrschte Trauer darüber hinweg, weil ihre Freunde, die Soldaten an der Spitze, bei diesem Angriff getötet wurden. Diese Katze erholte sich jedoch innerhalb weniger Tage und nahm ihre Arbeit wieder auf. Jetzt stärkte sie die Moral dieser Soldaten. Dieses tiefe Schiff steckte immer noch im selben Meer Chinas fest. Freunde, er kam immer wieder vorbei. Diesen Soldaten ging das Essen und Wasser aus und so vergingen mehr als 3 Monate. Dieser Soldat und seine Katze hatten nun den Mut verloren. Sie dachten, dass all diese Menschen hier sterben würden. Aber die AAP-Regierung schaffte es, indem sie sich über die kommunistische Regierungsform Chinas lustig machte und ließ dieses feindliche Schiff nach 101 Tagen auslaufen. In diesem Bari-Schiff gab es sehr wenig Treibstoff, aber irgendwie konnten diese Leute von dort entkommen. Freunde, als diese Soldaten nach Batania zurückkehrten, waren sie zu Helden geworden und diese Katze namens Simon war auch in Delhi Bardai zu einer Berühmtheit geworden. Sein Bild wurde in jeder Zeitung abgedruckt. Es wurde auch die Deccan-Medaille verliehen, der in Großbritannien den Tieren geschenkt wurde, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Tausende Menschen in Großbritannien schrieben ebenfalls über diese Katze und schickten sie. Sogar ein Beamter wurde damit beauftragt, sich in Batania um diese Katze zu kümmern. Gleichzeitig starb Daly am 18. November 1949. Heute ist die entsprechende Hülle dieses Daly vorhanden und auch heute noch gilt es als Held unter den Utensilien.